Hallo und herzlich willkommen auf dem Quant-Channel. Hallo, mein Name ist Daniel Gärtner. Ich bin promovierter Sportwissenschaftler und arbeite als Dozent an der Technischen Universität in München. Nebenberuflich bin ich Fitnesstrainer, Ausbilder und Coach. Man kennt mich vielleicht auch von der Sportlersendung Ewige Helden. Ich war mehrmaliger Weltmeister im Kickboxen. In dieser Videoreihe stelle ich euch verschiedene Fitnessprodukte der Firma Quant vor. Und heute trainieren wir mit dem Parcours-Set. Das sind 4 Stangen und 2 Querstangen, die man für das Training zum Beispiel der Sprungkraft verwenden kann, aber auch für reaktive, schnelle, athletische Bewegungen und noch vieles weitere ist damit möglich. Wir starten nun mit der ersten Übung. Für die erste Übung habe ich mir die Querstange sehr tief gestellt, ungefähr so auf Schienbeinhöhe, weil es geht nun mal darum, dass wir versuchen, quasi links und rechts zu springen und das Ganze mit verschiedenen Varianten durchzuführen. Also angefangen von einbeinigen Sprüngen, wechselseitig, beidbeinigen Sprüngen, Sprüngen mit kurzen Kontakten, mit langen Kontakten, mit Drehungen und so weiter. Also gerade hier so für diese Genauigkeit ist so eine tiefe Stange und so ein Einstieg quasi in das Springen optimal. Und jetzt geht's schon los. Jetzt probieren wir mal, dass wir nacheinander drüber springen und zwar in so einem Art Parcours. Ja? Hoch-Tiefsprünge könnt ihr auch hier verschiedene Varianten einbauen, zum Beispiel mal in der Kniebeuge unten landen oder nur mit einem ganz kurzen Kontakt, je nachdem wie gut ihr springen könnt. Ihr könnt aber auch die mittleren Stangen auseinandernehmen und dadurch auch Gegner imitieren, durch die ihr zum Beispiel irgendwie wegleiten müsst, ausweichen müsst in einer Art Slalom. Thank you.
Freut euch schon auf das nächste Video mit dem Parkour-Set. In diesem zeige ich euch weitere effektive Übungen zur Verbesserung der Sprungkraft und Schnelligkeit.